Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es soweit. Heute werde ich endlich die Frage beantworten, wie bekommt man am schnellsten Sternis? Spaß beiseite, die Frage bekomme ich aber wirklich sehr oft gestellt und ich dachte mir, ich mache dazu jetzt einfach nochmal ein Video. Und tatsächlich gibt es auch einen sehr nicen Trick, wie man sehr schnell an sehr viele Sternis kommt. Aber ich werde euch die verschiedenen Möglichkeiten einfach jetzt ganz entspannt darlegen. Ich sag mal so, man kann sich in Animal Crossing sein Geld auf ehrliche Art und Weise erarbeiten oder auch auf unehrliche Art und Weise. Tatsächlich hat Nintendo sehr viel Wert darauf gelegt, dass in Animal Crossing New Horizons diese unehrlichen Tricks abgeschafft werden. Früher konnte man beispielsweise nach vorne spulen, also sehr weit in die Zukunft spulen, um Zinsen zu bekommen. Den Zinssatz haben sie aber sehr krass verringert hier in Animal Crossing New Horizons, deswegen fällt dieser Trick hier weg. Außerdem gab es das Klonen früher, das haben sie aber auch sehr schnell aus dem Spiel wieder rausgepatcht. Nichtsdestotrotz gibt es trotzdem eine unehrliche Art und Weise. Dazu komme ich aber später. Erstmal will ich euch sagen, wie ihr auf ehrliche Art und Weise euer Geld verdienen könnt. Aber wer hätte es gedacht, auf ehrliche Art und Weise dauert es halt ein bisschen länger und ist halt auch nicht so viel. Und ihr seid nicht mit einem Schnips reich, sondern ihr müsst euch das hart erarbeiten. Und das macht ihr am besten, indem ihr Insekten, Fische und auch Meerestiere fangt. Die Meerestiere bringen nämlich auch relativ viel Geld. Dann ist es natürlich auch noch ganz praktisch, Obstbäume anzupflanzen und Gemüse und das Ganze alles anzulegen und regelmäßig zu ernten. Ja, ich weiß, manche von euch werden jetzt enttäuscht sein. Das sind die Dinge, die man weiß, aber es gibt kein anderes quasi Geheimrezept, wie ihr auf ehrliche Art und Weise euer Geld erarbeiten könnt. Ihr müsst es halt einfach machen. Und wenn ihr das wirklich konsequent durchzieht, habt ihr in ein paar Tagen auch schon relativ viel Sternis zusammen. Wie gesagt, hat Nintendo viel daran gelegt, dass die Leute auf ehrliche Art und Weise ihre Sternis diesmal erarbeiten. Es gab anfangs dieses Spinnenvideo, was ich mal gemacht habe, wo man auf der Meileninsel eine Spinneninsel erstellen konnte. Also man konnte selbst eine machen, weil die Vogelspinnen-Spawnrate ziemlich erhöht war. Das hat Nintendo aber in einem Patch wieder weggemacht. Also sie haben das ziemlich runtergeschraubt, deswegen spawnen die Vogelspinnen auch nicht mehr so oft. Und diesen Trick, den ich in dem Video hier erkläre, lohnt sich auch nicht mehr. Deswegen wundert euch nicht, dass es nicht mehr bei euch funktioniert. Ich empfehle es auch nicht, um schnell Geld zu bekommen. Dann kommen wir zum spannenden Teil des Videos, und zwar, wie ihr auf unehrliche Art und Weise schnell an Geld kommt. Und wenn ich Geld meine, dann meine ich extrem viel Sternis. Um genau zu sein, 999 Millionen Sternis. Also extrem viel. Das Ganze macht ihr über Treasure Islands und das könnt ihr auch über Treasure Islands machen, die frei zur Verfügung stehen. Ich zeige euch gleich ein paar über Twitch, wo ihr einfach auf den Kanal draufgehen könnt und die Dodo-Codes sind quasi im Stream eingeblendet. Das heißt, sie stehen einfach da, ihr müsst sie eingeben und ein bisschen Glück haben, dass ihr auf die Insel kommt, weil solche Treasure Islands können unter Umständen mal sehr voll sein. Ich empfehle euch, wenn ihr die Zeit habt, früh morgens auf Treasure Islands zu gehen, da ist meistens noch nicht so viel los und dann habt ihr die Chance, diesen Trick auch anzuwenden und ich zeige euch jetzt genau, wie es funktioniert und erzähle euch auch noch ein paar Nebenwirkungen, denn dieser Trick hat auch eine Nebenwirkung. So, wir sind auf Shanghai. Ich zeige euch mal meinen Kontostand, damit ihr das auch wirklich seht, vorher, nachher. Das hier ist mein aktueller Kontostand. Das sind eigentlich auch genügend Sternis, 18 Millionen. Aber wir wollen das Ganze auf 999 Millionen Sternis hochbringen und das machen wir super easy und wirklich ganz einfach. Aber, wie ihr seht, ich bin auf Shanghai, also auf meiner zweiten Insel, nicht auf Shiny Reef, weil es hat ein paar Nebenwirkungen, die ich persönlich für Shiny Reef nicht in Kauf nehmen will. Und zwar gibt es ja ein Achievement, und zwar das mit den Rüben. Ihr müsst, glaube ich, 10 Millionen Sternis durch Rüben verdient haben. Ich glaube aber tatsächlich, ich habe noch gar nicht das Achievement freigestellt hier auf Shanghai, weil ich gar keine Rüben verkauft habe. Aber es gibt dieses Achievement und das habe ich auf Shiny Reef. Wenn ihr diesen Trick aber jetzt macht, den ich euch jetzt gleich zeige, dann macht ihr euch damit euer Rüben-Achievement kaputt. Denn ihr werdet quasi ins Negative gehen.
mit euren Rüben. Ihr werdet irgendwie minus 94 Millionen mit Rüben gemacht haben. Wie der Trick hundertprozentig funktioniert, habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Aber ihr müsst einfach 30 Rüben auf der Treasure Island verkaufen. Nicht bei euch bei Nap & Schlepp, sondern bei denen. Und dann habt ihr einfach 999 Millionen Sternis auf eurem Konto. Aber wie gesagt, das Achievement geht dabei kaputt. Auch wenn ihr das Achievement bereits erhalten habt, werdet ihr es wieder verlieren, wenn ihr diesen Trick anwendet. Ich zeige euch das einfach mal ganz schnell. So, ich habe es jetzt auch mal geschafft. Wir nehmen einfach ein Stack. Das sind hier drei Rüben. Die anderen beiden Rüben hier können wir... Die brauchen wir gar nicht. Die hatte ich schon vorher irgendwie in der Tasche. Gehen dann bei Nap & Schlepp rein. Und verkaufen das dann hier. Wir verkaufen es einfach und fragen nicht mal nach dem Rübenpreis. Wir wollen das gar nicht wissen. Und Achtung, jetzt werden wir einen Minusbetrag angezeigt bekommen. Genau, minus 64 Millionen Sternis. Das machen wir. Die Firma dankt. Minusgeschäfte sind immer gut. Das Ganze muss man nur einmal machen. Und dann fliegen wir zurück auf unsere Insel. Und dann werden wir sehen, was wir jetzt auf dem Konto haben. Der Wahrheit. Und da ist er. Hier seht ihr den Kontostand und das Ganze nur, weil ich drei Stacks Rüben verkauft habe. Aber wie gesagt, bin ich jetzt im Minus mit meinem Achievement. Falls ihr das Achievement wieder haben wollt, gibt es da eine Möglichkeit über eine Treasure Island, die mir bekannt ist, die ich euch gleich zeigen werde. Kann man das auch wieder fixen, indem man aber subben muss, glaube ich. Ja, da muss man subben für den Fix. Ihr müsst also quasi für 4 Euro im Monat, das reicht auch, wenn ihr das einmal macht, also einmal 4 Euro zahlt und dann dort auf dieser bestimmten Insel wieder Rüben verkauft. Dann könnt ihr das Achievement wieder herrichten quasi. Oder ihr macht es einfach auf legale Art und Weise und erarbeitet euch euer Geld. Aber wenn ihr so schnell Sternis bekommen wollt, wie ich jetzt, dann geht das auch so. Aber dann habt ihr leider den Minuspunkt mit dem Achievement. So, ich zeige euch jetzt nochmal schnell Treasure Islands, auf wen ihr das machen könnt. Ich verlinke euch das auch in der Infobox nochmal. Am besten halt einfach über Twitch. Ich kann euch hier einmal Warty Wartooth empfehlen. Ich verlinke euch das in der Infobox. Aber hier seht ihr die Dodo-Codes on Stream. Also ihr müsst die Dodo-Codes einfach eingeben. Überall, wo Sub steht, müsst ihr halt subben dafür. Also 4 Euro im Monat kostet das. Und was auch ganz nice ist, Sakura Gaming. Hier seht ihr auch die Dodo-Codes. Da ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, nicht auf jeder Insel steht es zur Verfügung. Ich glaube, ihr müsst den Command eingeben, Ausrufezeichen Max Bells. Genau, und dann erklärt es euch hier auch nochmal, wie ihr das machen müsst. Und die Inseln stehen hier, die Namen. Auf den Inseln könnt ihr diesen Trick anwenden. Das ist alles, was ihr wissen müsst zu diesem Trick. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr auch Bock auf Twitch habt, könnt ihr gerne auch meinem eigenen Kanal folgen. Aber ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Thank you.